Also alleine schon diese ganzen Euphemismen bei Corona, Auffrischungsimpfung. Allein schon dieses Wort, das ist wie Kraft durch Freude in der deutschen Geschichte. Heute hat sich das so dramatisch geändert, dass man ja, verstehen Sie, alleine schon diese Nazikeule ist so etwas von entsetzlich. Eine Frau Faeser, die sich Innenministerin nennt, die die Hüterin unseres Grundgesetzes ist, kann vor 3 Wochen für linksradikale Publikationen, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, schreiben. Da regt sich überhaupt kein Mensch aus, außer uns. Und die wird im Amt bleiben, solange bis der Wähler die alle weggeschickt hat. Aber bestimmte Meinungen können sie nicht mehr sagen. Obwohl, und da muss ich sagen, dass das finde ich schon pervers. Also so alles, dann dieses Gender-Geschichte. Und da, weil Sie das ansprechen, gegen die Mehrheitsmeinung. Über 80% sagen, wir wollen es nicht. Aber das ist klar. Da haben Sie eine Minderheit von Ideologen, sind ja meist alles staatlich Beschäftigte von unseren Steuern, also weil es Professoren sind, oder eben gut bezahlte Moderatoren, die hier ihre Privatideologie einer Mehrheit und einer Masse überstülpen wollen. Und da sage ich 2 Dinge. Erstens, die Täter sind für mich das kleinere Problem. Diejenigen, die das mitmachen, sind das Problem. Um es mal mit Luther zu sagen, ich bin ja Lutheraner, wir werden doch alle verarscht. Und wir werden doch dagegen Gewerkschaft? Jetzt muss verarscht. Ich verarscht. Ja, ich will nur das Verarschen einmal sagen. Die glauben doch nicht im Ernst, dass irgendeiner von diesen Ideologinnen, Moderatorinnen, privat so spricht. Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Nein, nur würden Sie glauben doch ja nicht im Ernst, dass die sagen, die HörerInnen und die GewerkschafterInnen, das sagen die doch nicht privat.